Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. So, was wollen wir machen? Wir sind immer noch fleißig am Angeln, so wie ich hier gerade unser Inventar sehe. Und wir wollten mal schauen. Wir wollten etwas schauen. Oh, ist schon wieder unser Gebetstag. Moment. Wo sehe ich denn das? Gebratener Fisch? Nee, wo war denn das? Ja, wo war denn unser Fisch? Fisch, Fisch, Fisch. Hier, weißes Fischfilet. Weiß, weiß, gut. Mhm. Gutes Fischfilet mit einem Bronzestern. Ist aber, glaube ich, egal, oder? Ich mache einfach mal. Ach. Aha. So, wir können also mehr Fisch nehmen und kriegen damit eine bessere Qualität. Aber das ist uns, glaube ich, egal. Moment, wir gucken nochmal nach. Wo haben wir denn dieses gute Fischfilet? Das war doch der vom... Ja, der hier. Ah, 4 silberne Fischfilets braucht er. Und wer war gut? Oh Gott. 4 gute Fischfilets hat der Bischof. Dann kann ich ja... Oh, schon wieder renne ich automatisch dahin. Kann ich ja erstmal die guten machen, oder? Machen wir mal. 1. 2. Ich hoffe, das reicht dem, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Der hatte ja da keinerlei, ja, weitere Spezifikationen eigentlich. Aber wir brauchen natürlich mehr. Anscheinend kann ich leider aus den anderen Sachen, die wir hier haben, aus dem Gründling und der Tilapia, keine guten Fischfilets machen. Schade. Weißes kriegen wir da nur raus. Naja. Das Silberne haben wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob dieses, wenn es einen silbernen Stern hat, das Gute dann silbern ist. Keine Ahnung. Ich packe hier erstmal wieder ein paar Sachen raus. Wir sind ein bisschen überladen. Ich glaube, wir brauchen eine extra Fischkiste. Das wird sonst hier etwas schwierig. Die packe ich auch weg. Die brauchen wir anscheinend nicht. Entschuldigung. Ja, hier ist auch schon alles voll. Da will ich jetzt auch nicht noch mehr reinstellen. Was machen wir mit den Fischen? Ich kann hier auch leider keine Kiste reinbauen, keine neue. Das können wir wirklich nur hier unten machen. Hier hatten wir ja, hier steht sogar schon eine Kiste, dann packe ich jetzt hier die Fische rein. Ich weiß sonst nicht, wohin damit. So, und dann gehen wir jetzt erstmal zu unserem Friedhof. Und halten unsere Rede, bevor ich das vergesse. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, sonst ist der Tag nachher vorbei. Ja, schade. Jetzt ist, glaube ich, auch der Erzbischof da, oder? Der kommt doch, glaube ich, auch immer dann, wenn wir unsere Rede halten. Ja, der war ja auch schon da, haben wir in der letzten Folge gesehen. Ja, leider habe ich noch nicht alle. Ich habe nur 3. Nee, halt. Vielleicht kriegen wir das... Na, ich weiß nicht, wann der geht. Das wird vielleicht ein bisschen sehr knapp. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Hm. So. Ach so, hä? Das haben wir schon gemacht. Stimmt, ich habe es komplett vergessen. Entschuldigung. Das haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Mensch. Na, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, ob wir das jetzt so schnell schaffen. Ist halt blöd, weil wir müssen dahin zum Angeln und dann wieder zurück. Gucken wir mal. Welcher hat sich jetzt gut erwiesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da oben vielleicht. Der da. Hier haben wir ja, glaube ich, nur Aale rausgezogen, oder? Oh Gott, ich weiß es schon nicht mehr. Wir gucken erstmal da oben gerade. Ja, wir schaffen es eh nicht. Guck mal, es ist gleich schon wieder dunkel. Das ist ja hier, die Tage rasen ja einfach in diesem Spiel. Deswegen werden wir das nicht mehr hinkriegen. Egal. Ja, das sind die falschen Fische. Okay, da brauchen wir gar nicht erst versuchen. Dann gehe ich jetzt mal da oben hin. Ja, ganz oben. Weil die Gründlinge brauchen wir jetzt wirklich nicht. So hießen die ja, glaube ich. Ja, da oben an der Brücke. Gucken wir mal, vielleicht finden wir nochmal Honig nebenbei. Das ist echt krass, wie schnell die Tage vergehen. Man kann wirklich nichts machen an einem Tag. Also, wenn man an einem besonderen Tag etwas abgeben muss, dann muss man das auf jeden Fall auch schon haben. Ansonsten schafft man das nicht. Keine Chance. So, da ist der Angelplatz. Schauen wir mal. Ah, da ist er ja. Ich glaube, das ist ja der Fisch, den wir brauchten. Wir müssen die jetzt theoretisch fangen und sofort runterhechten, in der Hoffnung, dass denn der Typ noch da ist. Sehe ich nicht so viel Hoffnung für.
Okay, das war jetzt schon mal nicht schlecht. Oh, bitte, bitte, bitte. Ach, gut. Da ist sie. Aber, oh, wir müssen die noch machen. Na ja, komm, wir probieren es mal. Ja, wenn man nicht in den Bäumen festhängen würde, würde es vielleicht sogar klappen. Ja, ich weiß nicht. Der wird garantiert auch schon fast... Der ist wahrscheinlich schon längst hier auf dem Rückweg. Der bleibt ja auch nicht bis in Mitternacht da und wartet auf uns. Es wird jetzt schon dämmerig. Ja. Naja. Nee. Nee, ist gleich Nacht. Mann, geht das schnell. Wir bräuchten ein Auto oder so. Ein Pferd. Wie bei Stardew Valley. Wir bräuchten echt ein Pferd. Das wäre super. Aber wir haben kein Pferd. Schade. Oh, und jetzt laufe ich auch noch falsch. Nee, das können wir vergessen. Der wird jetzt abhauen. Vor allem, wir müssen das Ding jetzt noch herstellen. Der wird weg sein. Jetzt kann ich es nicht mal mitnehmen. Hä? Was ist das für ein Quatsch? Ich bin leer. So, toll. Das hat uns jetzt wahrscheinlich noch den letzten Moment gekostet. Das Problem ist, ich kann den ja auch nicht mehr ansprechen. Wenn er schon zurückläuft, dann ist er auch vorbei. Wenn der sich jetzt da wegbewegt. Nee, ist schon zu spät. Der ist schon weg, oder? Ja, der ist schon weg. Der ist nicht mehr da. Oh Gott, er ist noch da, aber... Oh Gott. Du bist mein Retter. Ich hoffe, das klang jetzt nicht blasphemisch. Wir haben eine Geschichte bekommen dafür. Okay, jetzt müssen wir das hier nochmal in den Friedhof und die Kirche verschönern. Wir haben es tatsächlich geschafft. Mensch. Nicht schlecht. Hostien. Gut. Mensch. Die Geschichte. Was war das jetzt nochmal? Gefertigt an Arbeitstisch. Was mache ich denn damit nochmal? Konnte ich die nicht irgendwie da unten... Egal. Ach, guck mal, das ist jetzt eine silberne. Hier ist so. Gefertigt an Zufallstextgenerator Arbeitstisch. Na gut, haben wir erstmal. So, der bleibt sogar noch eine ganze Weile hier, Mensch. Na toll, hätten wir uns gar nicht so beeilen müssen. Naja. Habe ich hier noch irgendwie Sachen zum Verschönern? Ein wenig. Aber nicht viel. Hm, das könnten wir da mal aufhübschen. Nur den hier. Den ich ja eigentlich ausgraben wollte. Aber gut, wir können es ja erstmal machen. Wir sind bei Qualität 29. Ich weiß gar nicht, was wollte der denn überhaupt haben. Muss ich nochmal schauen. Na, sind wir bei 0 raus leider nur. Hier haben wir sogar noch minus 1. Das müssten wir reparieren, damit es schöner wird. Ja, wir könnten mal vielleicht ein paar Werkzeuge tatsächlich bauen. Weil ich glaube, hier brauchen wir Steinwerkzeuge. Könnten wir mal gucken, was wir da... dafür was haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir noch Steine haben. Hm. Vielleicht noch drin? Nee. Wo mache ich denn das schon wieder? Oh gut. Doch hier? Nee, hier repariere ich meine Sachen. Hm, nein. Ja. Steinreparaturwerkzeuge, da brauche ich Lehm. Die mache ich am... Keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Okay, dann kann ich jetzt kein Reparaturwerkzeug machen. Hm, wie sieht es denn eigentlich aus? Kann ich mal wieder... Nee, wir haben nur 9. Da kann ich leider gar nichts erforschen, Neues. Schriftrollen, egal. Na komm, das hier brauchen wir ja tatsächlich noch, die Tinte. Ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Kirchenarbeitstisch, da muss ich in die Kirche. Na, ich gehe erstmal schlafen eben. Damit wir wieder voll sind und einfach die Nacht rumkriegen. Ach, gerade ist mein Hals ein bisschen kratzig. Entschuldigt. Ich vertrage die Heizungsluft echt nicht. Ich dachte ja vor ein paar Tagen noch, dass ich auch krank wäre. Die Halsschmerzen sind jetzt jedoch einigermaßen weg. Ich vertrage echt die Heizungsluft nicht. Ich merke das jetzt, wenn ich mehr lüfte, dann geht's. Aber wenn ich nicht lüfte, also wenn ich zu wenig lüfte, dann ist mein Hals ja nicht so dolle. Das ist gerade jetzt der Fall. Ich glaube, ich hätte erstmal lüften sollen vorm Spielen. Naja, kann ich danach hier noch nachholen. So, wir müssen an unseren Tisch. An welchen denn? Hier wahrscheinlich nicht, oder? Ach, Schriftrollenregal. Schriftrollenregal. Holz und, ja, den ganzen Scheiß hier. Die einfachen Eisenstücke. Guck mal kurz noch was. Ach, hier kann ich schon Tinte machen. Mit Wasser und schwarzer Farbe. Och nee.
Gefertigt und alchemische Werkbank für Zombie. Was? Na geil. Okay, das ist nicht so einfach. Ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich die kaufen würde, wenn man sie denn kaufen kann. Ach, das gibt's doch nicht. Mensch, ich kann gleich gar nicht mehr reden. Furchtbar. Ich kann gerade leider nichts untersuchen. Ich hab nichts dabei. Okay, das ist ja blöd. Hier müssten wir auch noch ein bisschen was machen, um die Kirche noch aufzuwerten. Kerzen. Brauchen wir die Hanfseile und... Ach, Fett. Fett und Bienenwachs. Die kann ich leider nicht machen. Da brauche ich... Ja, wo kriege ich denn Farbe her? Herstellen kann ich sie nicht. Ich habe keine... Achso, am Alchemietisch. Alchemietisch habe ich... Ist das nicht der Alchemietisch? Ich dachte, das wäre der Alchemietisch. Das ist der Arbeitstisch? Das ist der Küchenarbeitstisch. Ich habe gar keinen Alchemietisch. Okay. Wasser und kegelförmige Gefäße im Ofen. Die könnten wir vielleicht sogar hinkriegen. Küchenarbeitstisch. Nö, mehr haben wir hier nicht. Die Schriftrollenregal können wir halt auch schon mal machen. Na gut. Da denkt man immer, es würde vorangehen und dann ist doch wieder irgendein herber Rückschlag, weil man irgendwas schon wieder nicht hat. Farbe. Vielleicht von unserem Händler. Wann war der nochmal da? Kaufmann. Na, am nächsten Tag erst. Okay. Ach, blöder Nebel hier. Das hier wollte ich auch mal machen, aber da fehlen uns Beeren. Das wollte ich hier mal gucken. Die Glas... Nee, hier kann ich nur Glas machen. Das ist anscheinend auch nicht der richtige Ofen hier. Wo kriege ich denn jetzt einen besseren Ofen her? Das muss ich garantiert skillen. Ich kann halt schönes Glas machen. Mit Wasser. Wollen wir das einfach mal machen? Komm, ich mach das mal. Ja, einsammeln. Stellen wir mal einmal Glas hierher. Einfach mal gucken, was wir damit machen können. So. Ja, ich brauche die einfachen. Kann ich die hier nicht so nehmen? Ich dachte. Okay. Das Holz brauchte ich, ne? Warte mal, ich nehme mal beides mit. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube aber, das hier reicht alles nicht. Machen wir mal noch ein paar. Wir wissen ja jetzt, wo wir Eisen herkriegen. Ist also alles nicht so schlimm. Wir können jetzt ein bisschen, ja, verschwenderisch sein, sage ich mal. Oh, das geile Schwert können wir uns machen. Wir haben das doofe rostige Schwert. Ja, ganz ehrlich, das könnten wir tatsächlich mal gebrauchen. So, wir machen uns ein geiles Schwert. Da kommen wir vielleicht gegen die Fledermäuse mal ein bisschen besser klar. Sehr schön. Sehr, sehr cool. So, dann packe ich das mal weg. Noch ein bisschen Holz brauchen wir. Wir haben kein Holz. Moment. Ich brauche einen Baum. Nee, den kann ich nicht. Aber dich. Du bist klein genug. Es wird schon wieder Nacht hier, ne? Mann, ey. Aber die Glühwürmchen kann ich nicht einfach so mitnehmen. Komisch. Motten und so, ja, aber die Glühwürmchen, da brauche ich doch noch irgendwas. Also Glühwürmchen lassen sie nicht einfach so einfangen. Na gut. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Nimm mit. 8, 11, 10. Ich glaube, müsste reichen für das Regal. Komm, wir gehen mal zurück und bauen das Regal. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so in der Art. Wir könnten auch mal überlegen, obwohl es lohnt sich nicht, den Esel schon zu holen. Ich würde eher erstmal die Gräber, die wir haben, mit Stein ummanteln, anstatt den Esel antanzen zu lassen und uns neue Leichen zu bringen. Wo waren das jetzt? Ach nee, Quatsch, das war da oben. Ah, das gibt's doch nicht. Was brauche ich denn hierfür? Dann könnte ich mir den Gang mal reparieren. Ah, Mist. Einen richtigen Holzbalken. Ich muss echt den Gang reparieren. Das ist furchtbar hier mit dem Laufen. Kann ich so einen Holzbalken machen? Ich weiß es nicht. Ah, ist das ärgerlich, wenn immer eine Sache fehlt. Das ist ja ärgerlich, wenn wir uns nur 5 Sachen fehlen würden oder so, aber... So, 1. Ah.
Ich will mir auch nicht jeden Mist aufschreiben. Dafür sind mir die Blätter auch ein bisschen zu schade, muss ich ehrlich sagen. Also wegen Papierverschwendung und sowas. Naja, dann können wir auch erstmal schlafen gehen. Wir können zum Händler danach gehen und wegen Farbe schauen am nächsten Tag. Wenn wir das schaffen. Wenn wir es schaffen, innerhalb eines Tages dahin zu kommen. Ich hoffe. Ist ja nie so einfach. Ich glaube, ich stehe früher auf. Ja, komm, ich stehe früher auf, damit wir auch da sind. Ich habe ein bisschen Angst. Wir sind jetzt ziemlich voll. Das Wasser lasse ich mal hier. Und das weiße Fischfilet brauche ich jetzt auch nicht. Die auch nicht. So. Halt. Warum mache ich mir so einen Umweg? Nee. Das muss ich auch mal auch wegräumen. Das ist echt ein bisschen. Das verstehe ich nicht. Nein! Was macht der denn? Hä? Der muss doch am Skarabäus-Tag da sein. Warum bist du jetzt da? Gib ihm den Schlüssel. Ja, wir haben eigentlich einen Schlüssel, aber. Versuche ihn zu überzeugen. Nur 5. Warum ist der denn jetzt da? Der soll am Skarabäus-Tag da sein und nicht jetzt. Okay, irgendwas. Gut. Dann. Ah, dann wieder zurück. Keine Ahnung, warum der jetzt da ist. Ich habe mir Skarabäus-Tag für den gemerkt. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich will jetzt nicht nachgucken, weil ich keine Zeit verschwenden will, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es der Skarabäus-Tag war. Was nicht heißt, dass es stimmen muss, nur weil ich mir sicher bin. Ach, so viel brauche ich eigentlich gar nicht, aber egal, ich nehme sie jetzt mal mit. So. Und zurück. Wehe, der rennt jetzt wieder weg. Der rennt jetzt garantiert wieder weg. Vielleicht ist er auch eigentlich immer nur nachts da und rennt dann am Tage weg. Das kann natürlich auch sein, dass er jetzt weggeht. Weil Tag ist. Aber wenn wir das rausfinden, ist es gar nicht mal so schlecht, weil das heißt, ich kann ja jede Nacht dahin rennen. Nee, noch ist er da. Okay. Bin verwundert. So. Überzeugen. Ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Achso, sag ich. Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisungen und muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietriche funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir. Fertige ihn an oder finde ihn, es ist mir egal. Ja, haben wir ja schon. In Ordnung, ich brauche auch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Nimm diese Anweisungen. Wir haben doch schon Anweisungen für den Schlüssel bekommen gehabt. Bin gerade verwundert. Du musst den Wärterschlüssel mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen. Okay. Verstehe. Gut. Jetzt aber zum Händler. Keine Zeit verlieren. Wir haben schon genug Zeit verloren. Okay, jetzt. Da bin ich ja mal gespannt. Also mussten wir ihn vorher ansprechen, damit wir den Schlüssel machen können. Okay. Sehr eigenartig. Alles. Oh. Halt. Falsche Luke. So, da ist er zum Glück auch. Was hattest du dabei? Ach, Schluckauf. Nein, ich hätte da sogar... Ach Mann, das ist doch immer ärgerlich. Ich hatte doch einen Schluckauf Gras. Traubenkerne. Oh, Traubenkerne wäre cool. Hä, warum sind die... Achso, weil sie schlechter sind. Boah, sind die teuer. Krass. Ich kann ihm gar nichts verkaufen an dem Zeug, was ich dabei habe. Aha. Wenn du kurz wartest, bringe ich dir noch einen Schluck auf Gras. ich hab's ver... Also ich weiß ja, dass wir Schluck auf Gras hatten, aber ich dachte, man bräuchte mehr als nur eins. Wenn ich jetzt natürlich sehe, dass wir nur eins brauchen, dann ist das natürlich easy. Wir haben es gleich. Problem ist, die Folge ist gleich schon wieder vorbei, was mich natürlich ärgert. Oh, nein, hier nicht. Man schafft immer so wenig. Eigentlich müsste man die Folgen von Graveyard eine Stunde machen oder 40 Minuten, um irgendwie mal was Sinnvolles hinzukriegen. Diese 20 Minuten sind echt zu wenig. Ah, jetzt ist er weg. Vielleicht ist es wirklich einfach, dass er mal nachts da ist. Können wir kurz mal gucken. Wo ist er? Hier. Skarabäus-Tag. Ha. Sag ich doch. Skarabäus-Tag ist morgen. Na gut. Hat er sich vielleicht im Tag geirrt? Kann ja gut sein. Ich hatte keinen Kalender zu Hause. So. Bitteschön. Oh, danke, das probiere ich gleich mal.
Oh, wir haben noch eine Geschichte bekommen. Schmeckt irgendwie komisch. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz, ich beiß mal schnell vom würzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Nun, vollkommen geschmackslos. Ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mit mir da gegeben? Nur wonach du gefragt hast. Schluck auf Gras. Oh mein Gott, das passiert. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorhergesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Wer hat dir das gesagt? Eine alte Wahrsagerin. Ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machten an einer Oase halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Und jetzt auch noch das. Tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Was? Nee. Doch, wir haben eine gesehen, die wurde verbrannt. Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Clotho noch am Leben wäre. Sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfes aufsuchen. Sag ihr, dass der Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe braucht. Aha, daran erinnert sie sich bestimmt. Liebestränke also. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund. Hehe, heile meinen Fluch. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay, da öffnen sich ja ganz neue Sachen. Ja, wir haben leider noch keinen neuen Rang bekommen. Was ist das denn? Königlicher Fisch? Okay. So, reichen 4 Traubenkerne, um damit was anzupflanzen? Ich hoffe, muss ich hier noch irgendwas machen gerade? Wo wir schon mal hier sind? Was ist für ein Tag? Ja, ich glaube nicht. Ich frage mich sowieso, was wir jetzt machen so richtig. Na, die Tinte, wo kriege ich denn? Der hat keine Farbe dabei gehabt, der Typ hier. Der auch nicht. Wo kriege ich Farbe? Unser junger Goethe wird uns ja wohl kaum wird uns ja wohl kaum was geben, oder? Frage. Ja. Astrologe. Aber der Astrologe hat uns ja nur mit dem Papier geholfen, oder? Hast du vielleicht sowas dabei? Nee. Mist. Oh, hier haben wir schon die anderen Stufen. Mann, das gibt's doch nicht, mein Hals. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Rotwein. Wein! Halt. Gary, Gary, hol dir eine Flasche Wein. Ist das der Wein, den Gary will? Das ist echt teuer. Komm, ich kauf mal eine Flasche Wein. Der ist günstiger. Das reicht für Gary. Vollkommen. Okay. Jetzt haben wir mal eine Flasche Wein. Mal gucken, ob das das ist, was Gary möchte. Ansonsten haben wir halt Wein und können uns besaufen. Auch schön. Gut. Es sind schon 23 Minuten. Ganz ehrlich, das ist zu wenig. Das reicht nicht. Ich mach noch kurz was. Das ist mir echt ein bisschen... Wir haben ja noch nichts geschafft, so richtig. Zu lange darf ich halt nicht machen, weil das Problem ist, Graveyard Keeper hat ziemlich... Ja, ziemlich qualitative Videodateien, die sehr viel Speicherplatz, naja, Speicherplatz ist egal, aber dauern sehr lange zu rendern und zu, na, was wollte ich sagen? Hochzuladen vor allem auf YouTube dauert das ewig, deswegen darf ich die Folgen leider nicht zu lang machen, sonst würde ich es gerne machen. Kann ich aber leider nicht. Wo kriege ich denn diese Holzstöpselchen? Was ist das? Politurpaste, was meint damit? Keine Ahnung. Nee. Holzkeile hier. Hier können wir uns mal den Weg da frei machen, vielleicht. Und habe ich hier auch das. Warte mal, ich mach gleich mal mehr. So. Gleich für ein andermal. Oh, da unten ist unser Glas. Kann ich das bitte haben? Sind wir voll? Ja, ich will da nicht. Wir sind wirklich voll. Oh. Moment. Die brauche ich nicht, glaube ich. Warum habe ich jetzt zweimal Schluck auf Gras? Ich hatte eins und habe es weggegeben und habe hier... Oder hatte ich drei? Nee. Eigentlich nicht, oder? Mache ich noch ein bisschen Brennstoff und dann... Mache ich hier noch zwei Eisenbahnen. Ich habe hier aber nirgendwo diese dicken Holzblöcke... Nee, schade. So, ich repariere das da mal eben. Das nervt.
Vielleicht repariere ich es auch nicht mal ihm. Ihm war das, was man braucht. Oh, ich habe keinen Platz. Ich muss mal kurz den Kappes hier hinlegen. Nehme ich das mal eben. Was ich mal noch mache. Tag schon wieder vorbei. Na, jetzt sind wir schon bei 25. Ja, jetzt muss ich leider wirklich aufhören. Dann passt er aber ganz gut zur Nacht hier. So, das hier machen wir noch weg. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr noch dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auch ein Däumchen nach oben da lassen. Da freue ich mich immer sehr. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.